Ich muss die Szene gerade manuell anpassen, deswegen tut es mir leid, wenn es ein bisschen komisch gerade ausschaut. Reihenfolge ganz nach unten. Bin ich jetzt blöd? Chippendale Rescue Rangers. Leider muss ich gerade feststellen, dass dieses 4 zu 3, was ich hier bekommen habe, ein etwas anderes 4 zu 3 ist als der NES hier will. Eventuell kann ich hier ein bisschen was fixen. So. Eine Sekunde. Ich muss noch zwei Sachen schnell einstellen. Und zwar brauche ich. Well. Warum auch immer er gerade die Szenen geswitcht hat. Windows 8 at its best. So, und zwar, ich spiele gerade nicht selber, wohlgemerkt. Könnte ich auch schlecht mit zwei machen. Ich muss nur gerade im übern Moobot die Games ändern. One Player to Controller, Boost, genau. Nee, natürlich nicht One Player to Controller. Ich müsste nur gerade die Inputs ändern. So, ich brauche natürlich noch Open Splits. So, wie man sieht, ich habe keine Splits. Ich werde zwei Runs machen. Der erste Run mache ich mir Splits. Also ich werde mir beim ersten Mal kurz merken, welche Level alle durchlaufen werden. Ich bin mir da gerade nicht hundertprozentig sicher. Deswegen schauen wir mal ganz kurz. Das heißt, ein Run. Ein Run zum Aufschreiben. Ein Run danach mit Splits. Schauen wir mal. Ja, sehr schön. So. Ich habe natürlich die Speedrun-Strats nicht hundertprozentig drin, wie man sieht. Glückwunsch, Tiger. Das war's nämlich schon wieder. So. Genau so ging es nämlich. Also, wenn man sich gerade verhaut. So, wie gesagt, so ein kleiner halbstündiger Bonus. Ich werde nicht allzu viel länger als Mitternacht machen, ganz ehrlich. Aber. Oh, wow.
muss das gerade einfach safe machen. Okay. Endboss war Alcazone, oder? Ja. Oh wow. Oh boy. Der Boss ist derjenige, wo ich mich am meisten noch aufhängen kann. Aber er gibt mir ein gutes Pattern. Das war nice. So. Ich habe leider auch nicht im Kopf, warum es auf Deutsch Chip'n'Chap heißt und nicht Chip'n'Dale. So. Ich finde die Musik cool übrigens. Thank you.
So. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger bin, aber konzentriere mich da immer gerne aufs Spiel. So. Das ist mit das Level, was ich noch am wenigsten checke. Das heißt, es könnte sehr gut sein, dass ich hier gleich einen Abgang mache. In dem Level. Oh wow. Oh boy. Ich wusste es! So. Das sind übrigens die most lame Strategies, die gehen einfach oben lang laufen. Warum kill ich den eigentlich? Man kann einfach drüber springen. Das war knapp. Kann leider die Wall of Text gerade nicht lesen. Alter. Achso, das ist einfach nur die Aufzählung, unter welchen Namen die noch bekannt sind. Okay.
Alter, ist klar. Okay. Ich liebe diese Musik dabei. Für die Sprites. Black is real. Oh, wow. So habe ich es immer gemacht. Okay, fuck it. Ich hab gerade extrem... Alter! Hi Mond! Ich liebe diese Stage für ihre Musik, aber ich hasse sie für ihre Länge und ihre Gegner. Zweimal auf die gleiche Art und Weise. Mond will die Nachtschicht übernehmen, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Ich werde übrigens die 15 Minuten reißen, was sehr, sehr bitter für mich ist. Weil auch wenn ich gerade erst das Run angefangen habe, war 15 Minuten die erste Zeit, die ich hatte. Oh, jetzt können die mich mal. Das war's übrigens.
So. Edit Splits. Insert Segment. Ich muss gerade noch mal kurz ins Video gucken. Ich bin sehr schlecht daran, mir Sachen zu merken. Ich weiß nicht mal die Levelnamen von den Level, die gerannt werden. Ich bin ein sehr guter Speedrunner. Aber ich glaube, das war bei Chip 'n Dale auch relativ Latte, wie die Level heißen. So, eine Sekunde kurz. Ich mache eben die Splits fertig. Start auf B. So, eine Sekunde. B, D, F, G, H, I, J. B, D, F, G, H, I, J. Sorry. So, machen wir noch einen Run. Was sagst du zum neuen Mini-NES-System? Es klingt sehr, sehr, sehr interessant. Es klingt sehr, sehr interessant. Daten-Discord-Game. Ach, du willst tatsächlich streamen. Mond. Darf ich noch einen Run machen oder möchtest du jetzt sofort streamen? Einen Run. Gut, dann mache ich noch einen Run. Sehr schön, dass es funktioniert, aber ich wollte eigentlich erst Start drücken. Geht sehr gut los. Nein, der Streaming Key ist nicht immer der gleiche. Dadurch, dass wir externe Runner haben, die natürlich nicht jederzeit bei uns streamen sollen und die auch immer direkt auf unseren Server streamen, müssen wir den von Zeit zu Zeit mal ändern. Um nicht zu sagen wöchentlich. Das ist langsam Meme, dass ich damit nur einen Herz reingehe. Diese Stage.
Ah, sehr geile Musik. Leider. Rip, run. Alter, das glaubst du nicht. Ich bin ins Level A reingelaufen, Scorpion. Der Lag war gerade echt real. Der hätte mich fast gehabt. Okay, gut, dass wir drüber geredet haben. Das war klar. Spiel ich lieber safe gerade. So, Nummer 1. Warum auch immer ich den Wurf nicht hinbekomme nach oben.
Autsch. Eigentlich ist diese Stage eine, wo man kaum sterben kann. Also man macht wirklich solche Shenanigans wie ich gerade. Die Musik ist schon krass, die ist geil, die Musik. Ganz ehrlich, ich kenne kaum ein Game mit so geiler Musik wie... So geile 8-Bit-Musik vor allem, ne? Tropical Freeze hat verdammt gute Musik, aber was hier nochmal ein bisschen drauf spielt, ist einfach, dass es 8-Bit pur ist. Diesen Fehler immer wieder. Das war klar. Entschuldigung. Ob ich die genaue Uhrzeit weiß. 0:20 spätestens. 0:15 bis 0:20 in dem Bereich. 0:15 wird aber unwahrscheinlich, weil dann wäre ich sehr nah am Weltrekord. We'll be right back.
verwerft den einen immer. In your face. Ich war damals in meiner Kindheit war ich schon schnell. Aber jetzt, wo es halt drauf anliegt, bin ich noch mal ein bisschen schneller geworden. Wow. Ich wusste es, dass es in die Hose geht. Diese Musik. Ich wusste es, dass ich sterbe. Ich habe für den immer noch keine Strats. Ich weiß nicht, wie ich den machen soll. Hä? Wartet mal ganz kurz. Ah, 13,55, neues PB. Eigentlich war es eine 13,53. Wartet mal. So. So rum stimmt's nämlich. 13,53. Zerstört. Ja. Wie gesagt, ich habe das Spiel früher stundenlang gesuchtet. Ich hatte auf dem NES. Wartet mal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acht Spiele. Ich hatte auf dem NES 8 Spiele und das war eins davon. Dementsprechend gesuchtet habe ich es, wenn ich den NES rausgeholt habe. Und well, was ist der WR für das Game? Der WR liegt bei 9 Minuten und 57 Sekunden. Das heißt, ich kann noch knapp 4 Minuten sparen.
So. Dann einmal kurz das hier tun, damit der Moonstriker auch Bescheid weiß. Oh, wisst ihr was? Das Gedudel geht mir gerade ein bisschen auf die Eier. Gut, Mo, dann sag Bescheid, wenn du bereit bist. Dann würde ich nämlich sagen, das war's soweit von mir. Für heute. Ich bin morgen auf meinem Kanal wieder aktiv. Gleichzeitig mit Challenge aber, also bitte keine Konkurrenz machen. Das NES-Fußballspiel war so godlike. Wartet mal ganz kurz. You mean this? Just saying. Du streamst montags, morgen ist Sonntag. Wenn ich nicht was komplett verhauen habe. Ah. Taro. Ich weiß, es ist jetzt nach Mitternacht. Mit morgen meine ich, nachdem ich geschlafen habe. Es ist der 20-Minuten-Sonntag, also kann man durchaus noch sagen morgen. Meine Fresse, Taro. Ich meine, wenn es um Tageszeiten geht, bin ich gerne ein Haarspalter, aber bei sowas... Naja.